Beim Zeitfahren geht es um alles. Um einen freien Kopf, gute Beine und um tausend Details. Beim ersten Tour-Zeitfahren hat das T-Mobile-Team geglänzt. Sergei Honscha fuhr ins gelbe Trikot. Vier Fahrer waren unter den besten acht. Diesen Erfolg haben sich die T-Mobile-Profis verdient. Kurz vor der Tour haben Patrick Sinkewitz und Michael Rogers im Windkanal am Feinschliff gearbeitet. Immer wieder wurden Winkel verändert, Strömungswerte gemessen und Daten gewonnen. Aber ein Radfahrer ist kein Auto. Wichtig ist die Aerodynamik, aber man darf natürlich nicht an Leistung verlieren. Das heißt, wenn ich mich aerodynamisch aufs Rad setze und dreht aber 50 Watt weniger, weil ich in der Position keinen Druck aufs Pedal bringen kann, ist natürlich auch nichts, sage ich mal, gewonnen. Deswegen muss man einen Kompromiss aus Aerodynamik und Biomechanik finden und ja, ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ein guter Zeitfahrer lebt von seinem Körper und von seiner Erfahrung. Von Michael Rogers kann sich ein junger Fahrer wie Patrick Sinkewitz viel abschauen. Der Australier ist dreifacher Weltmeister. Er weiß, dass der Körper 80% des Luftwiderstands verursacht. Jede kleine Veränderung hat im Rennen Konsequenzen. Wir lernen durch Probieren. Wir ändern meine Position auf dem Rad und sehen die Auswirkungen auf die aerodynamische Strömung. Wenn wir den Lenker etwas erhöhen oder absenken, das macht einen großen Unterschied. Am Ende geht es nur um Speed.